Ja, Freunde, bevor es weitergeht mit Schrauben, wollte ich noch ein paar Fragen beantworten, die bei der letzten Folge noch so ein bisschen übrig geblieben sind, habe ich so das Gefühl. Willkommen bei Zams Channel. Ein vielfach gemachter und natürlich auch gern genommener Vorschlag war der, die Shims untereinander zu tauschen und auf diese Art und Weise den Neukauf einzusparen. Ja, selbstverständlich. Das war immer der Plan und ich habe inzwischen in meiner großen Excel-Liste entsprechend Tausch Vorschläge oder ja, Tauschmöglichkeiten evaluiert und auch ziemlich viele gefunden. Einige von euch haben ja welche vorgeschlagen, die natürlich auch sehr gut sind. Und ich zeige euch das aber dann gleich noch auf dem großen Bildschirm. Ich habe das hier ausgedruckt, diese Excel-Liste, damit ich hier abhaken kann, was ich schon erledigt habe. Aber ich habe noch nicht angefangen. Jedenfalls, und das ist die gute Nachricht, von anfangs 19 Shims, die ich hätte neu kaufen müssen, sind jetzt unter 10, deutlich unter 10 übrig geblieben, die ich möglicherweise wirklich kaufen muss. Alles andere ist durch Tauschen zu erschlagen. Viele von euch haben die Frage gestellt, ob es möglich ist, die Shims abzuschleifen, dünner zu schleifen. Ich habe das mal gemacht bei der Ducati Monster in dieser Serie. Der eine oder andere ist ein paar Jahre her, mag sich vielleicht daran erinnern. Da wurden mir ständig die falschen Shims geliefert. Irgendwann war ich so leid, dass ich die Shims abgeschliffen habe. Beziehungsweise es waren ja Ventilkäppchen und die waren relativ dünn. Also die waren ja, naja, nicht dünn in der Dicke, aber klein im Durchmesser. Und die Dinger sind jetzt 25 mm und müssen absolut plan sein. Und eine 25 mm Münze quasi, ich nenne es mal so, abzuschleifen, so plan abzuschleifen, um ein paar Mikrometer und das dabei völlig plan ist. Also das übersteigt beim allerbesten Willen meine Möglichkeiten. Das ist vielleicht möglich für die Hersteller von diesen Dingen, die müssen es ja auch machen, aber die machen es wahrscheinlich, bevor sie es härten. Also ich denke nicht, dass das möglich ist. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen, zumindest für mich. Dann haben einige angemerkt, dass das Ventilspiel möglicherweise deshalb so gering ist, weil die Ventile eingeschlagen sind in den Ventilsitz und deshalb natürlich höher kommen, logischerweise. Ja, aber ich habe ja das Ventilspiel vor der Zerlegung des Motors gemessen und da war es in Ordnung. Und nach der Zerlegung, nach dem Einschleifen der Ventile war es zu eng. Also es gab keine Möglichkeit, dass sie die sich irgendwie einschlagen, wenn dann haben sie das vorher getan während des Betriebs. Und wie gesagt, vor der Zerlegung war das Ventilspiel ja eigentlich okay. Es kann eigentlich nur der Dreck gewesen sein, aber das mit dem Einschlagen ist prinzipiell natürlich in Ordnung oder beziehungsweise richtig. Das Ventilspiel ändert sich bei so einem Motor und verringert sich durch das Einschlagen der Ventile. Ich werde es vielleicht in Zukunft öfter so machen, dass ich häufig auftretende Fragen im nächsten Video einfach beantworte, weil wenn ich jedem das Gleiche schreiben muss, ist es mir einfach zu viel Arbeit, muss ich zugeben. Und wenn ich es nur einem schreibe, kann ich nicht davon ausgehen, dass alle anderen, die das Gleiche gefragt haben, das auch lesen. Deshalb machen wir es vielleicht in Zukunft öfter mal so. Ich will aber selbstverständlich versuchen, euch nicht zuzutexten, sondern wir wollen was arbeiten gemeinsam und jetzt geht es auch gleich weiter. Ich wollte jetzt gerne mal die Ölsteigladung wieder anbringen, damit diese Löcher zu sind. Ist ja bestimmt auch kein Fehler und dafür gab es diese zwei Schrauben. Und man kann die auch nicht verwechseln, weil die unterschiedliche Gewinde haben, unterschiedliche Dicken, wie man schön sieht. Und das Schöne ist, die Aluminiumscheiben, die hier zur Dichtung dienen, sind exakt genau die gleichen, wie sie üblicherweise bei den Bremsen benutzt werden. Und davon habe ich ja sehr, sehr viele übrig und da kann ich jetzt also neue benutzen. Und das ist sehr schön. Und jetzt gucke ich mal, was wo rein muss. Ah ja, das scheint also hier rein zu gehören, wie es aussieht. Und die hier gehörte wahrscheinlich hier unten rein. Nee, genau umgekehrt. Wohl genau umgekehrt. Es gibt eine Methode, wo es sehr, sehr gut passt. Das ist genau jetzt so hier. Also diese Schraube hier, dann kommt das so, dann kommt das so. Und dann kann das Öl hier reinkriechen. Hier hinten dran. Weil die Schraube hier etwas dünner ist als dieses Fitting, so, als der Banjo. Und dann hier unten der zweite. So. So. So sieht es dann hier aus und so sieht es hier aus.
Und einem guten Tipp von Nils Hohmann folgend werde ich jetzt auch die Schrauben anziehen. Ja, damit man das nicht vergisst. Ja, das passt nicht. Das muss ich mal wieder improvisieren. Aber auch das ist kein Problem. Diese Aluminiumdichtung kennt man ja irgendwann. Jetzt liegt die Leitung seit Monaten rum und in dem Moment, wo ich sie anschrauben will, kleckert sie noch ein bisschen Altöl auf mein schönes geputztes Motorgehäuse. Sauerei, du machst. Dann wollte ich die Geschichte mit der neuen Lichtmaschine mal antesten. Nicht, dass wir dann irgendwann eine Überraschung erleben und feststellen, dass irgendwas nicht passt, dass irgendwas fehlt oder sonst irgendwie nicht funktioniert. Deshalb wollte ich das jetzt zu diesem Zeitpunkt ganz einfach mal ausprobieren. Das sind ja diese Teile hier, wie ihr euch vielleicht an einen der sehr frühen Videos erinnert. Das ist, ich habe es wieder vergessen, ich glaube, das ist eine Kawasaki-Lichtmaschine. Vielleicht steht es sogar drauf. Nee. Nippon Denso steht drauf und hier haben wir die Ruckdämpfer. Das alte System, vielleicht weiß es noch jemand mit diesem Reibrad und dieser Feder, was mir da entgegenkam, was mir davon aus dem Ding da rausgehüpft ist. Das war irgendwie nicht so cool. Naja, gut. Ja, dieser Ring hat hier einen O-Ring und der passt nur genau so. Und durch diese Abflachung hier oben ist dieses Motorinnenbelüftung. So, also hier merkt man recht schön, dass dieser O-Ring hier einrastet. Okay. Jetzt muss ich erstmal ein paar Schrauben suchen, damit das passt. Ich denke, ich werde hier so kleine zwei Schrauben nehmen. Die müssten vom Gewinde her passen. Ich probiere das gerade mal. Das sind Gewinde, die durchgehen. Das heißt, das ist hier unkritisch und hier geht es nicht durch. Hier teste ich mal gerade, dass ich hier nicht zu tief komme, aber das kann ich nicht. Das nimmt die ganze Schraube auf und muss es im Zweifelsfalle nicht tun. Das heißt, das sollte funktionieren. Ich probiere das mal gerade, ob das Sinn macht. Sie kommen auch hinten nicht raus. Es hätte mir jetzt nicht so gut gefallen, wenn die Schrauben so lange hinten rausgekommen wären. Die tun es überhaupt nicht, sondern die sind perfekt eigentlich für diese Anwendung. So. Das Ding kommt da irgendwie rein. Ich weiß nicht, waren da Schrauben dabei? Ich habe es wieder vergessen, irgendwie blöd. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass wenn man die Ruckdämpfer drin hat, dass dann noch die Lichtmaschine da reinpasst. Ich mache das noch mal gerade raus. Ja, es ist schon eng irgendwo. Ich werde es nicht reinwürgen. Ich werde es erst mal ein bisschen Fett drauf geben, denke ich. Aber sei es drum, ich will es ja eigentlich gar nicht endgültig montieren. Ich will es ja eigentlich nur testfitten. So, schauen wir mal. Dann mache ich das erstmal ohne diese Dinger. Guck mal. Das muss dann so rein. Aha, das passt auch, ja. Und hier ist auch ein O-Ring. Deshalb werde ich an dieser Stelle mal ein bisschen Fett applizieren, damit ich das hier einsetzen kann. So. Die Ruckdämpfer sollen mich jetzt erstmal nicht tangieren, weil ich baue das dann sowieso wieder auseinander. Will nur gucken, ob es passt. Ah ja, und das tut es. Ich hätte hier was, was ziemlich gut passt, auch einen ziemlich netten Kopf hat. Allerdings auch ein bisschen dünn und ein bisschen wenig Auflagefläche an der Stelle, aber ich muss mal in meinen alten Videos gucken, als ich das Ding ausgepackt habe, ob da Schrauben dabei waren. Inzwischen habe ich die richtigen Schrauben gefunden, aber sie sind nicht mal Edelstahl. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich sie verwende. Wahrscheinlich eher nicht. Das hier wird also alles nicht mehr benötigt. Speziell auch das nicht mehr.
gibt es einen extra Hinweis im Beiblatt, welches ich inzwischen auch gefunden habe, dass man nicht vergessen soll, dieses Ding auszubauen. Ich denke, ich werde diese Schrauben benutzen. Aber jetzt mache ich das erstmal wieder raus. Und das auch. Und inzwischen, jetzt wo ich die Anleitung habe, ist auch klar, dass die Ruckdämpfer so reingehören. Genau so, nicht anders. Den Ring lasse ich mal dran, auf dessen Gewicht kommt es mir jetzt auch nicht mehr an. Ja, Freunde, es wird Sommer und die Temperatur in meiner Garage erlaubt es, wieder im T-Shirt zu schrauben. Ha, ich bin bekleistert. Und ich habe Schimms. Ich war nämlich gerade bei meinem Meister, habe eine kleine Fahrradtour gemacht und habe mal so geholt, was er so da hat in dem Bereich, wo ich es brauche. Ich werde jetzt also mal meine Mikrometerschraube zur Arbeit zwingen und mal schauen, was da so die Beute ist. Es ist wie immer bei diesen Schimms, manchmal steht was drauf, manchmal auch nicht. Manche sehen so aus, als hätten sie schon 1 Million Kilometer hinter sich, aber das tut unsere 2-Euro-Münze ja auch. Das ist so grob gesagt die Beute und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden, damit kann man richtig was anfangen. Ja, die ganze Schimmschonkliererei werde ich euch jetzt ersparen. Ihr habt ja gesehen, wie es raus und rein geht. Ich muss es jetzt halt so lange machen, bis alles passt. Ja, die Schimms von meinem Meister habe ich fast alle gebraucht. 3 Stück sind noch übrig und das sind jetzt die Schimms, die aus dem Motor übrig geblieben sind. Die Einlasswelle ist jetzt komplett in Toleranz und bei der Auslasswelle, da fehlen mir noch genau 4 Stück, da wo kein Strich ist, die sind noch zu machen, ja genau. Das Fühlerlehren-Chaos. Ja, und für die noch zu machen sind, brauche ich 2,6 bis 2,7, die habe ich alle nicht da. Da muss ich noch ein paar kaufen, 4 Stück. Ja, das sieht ein bisschen wild aus, ein bisschen farbig unterlegt, weil ich die Schimms, die ich als Quelle benutzen möchte für andere Platzierungen, sowohl die Platzierung, wie sie hin sollen, wo sie hin sollen, irgendwie markieren wollte. Und daraus habe ich dann so eine Art Tauschregel erstellt. Letztendlich ist das Ergebnis. Ich habe nur noch 4 rote Stellen, die noch korrigiert werden müssen durch Zukaufschimms. Ja, das, was hier blau unterlegt ist, sind die berechneten Werte, vom Programm hier berechneten Werte, die ich brauche, und hier unten, das sind die ausgesuchten, die es also wirklich physikalisch gibt. Man kann ja nicht jeden beliebigen Zwischenwert kaufen, aber das sind die, die am nächsten liegen. Die muss ich noch beschaffen. Ja, und vielleicht kaufe ich ein paar mehr, noch ein paar andere Werte dazu, damit ich für den nächsten Event dieser Art ein bisschen besser vorbereitet, ein bisschen besser gerüstet bin. Mein Meister hat mir in Aussicht gestellt, dass ein Schimm nicht mehr als 3 Euro kosten sollte, und das finde ich einen ganz guten Preis, muss ich sagen. Da bin ich recht froh drum. Ja, es geht jetzt themenmäßig ein bisschen hin und her, aber so ist das eben, wenn man auf Teile wartet. Apropos auf Teile warten, ich habe hier eine Kiste bekommen und in dieser Kiste ist jetzt einiges drin. Das kann ich euch gerade mal zeigen. Nicht nur ich bin manchmal am Arbeiten, sondern auch der Andreas. Dazu kommen wir gleich. Aber erstmal hierzu. Ich habe dem Andreas die Airbox mitgegeben, damit er Maß nehmen kann. Und das ist dabei rausgekommen. Ich sehe die jetzt auch gerade zum ersten Mal, aber ja. Schauen wir mal, wie es klingt, schauen wir mal, wie es funktioniert. Schauen wir mal, wie wir den Vergaser bedüsen müssen. Ja, vermutlich sind in der oberen Dose oder in der oberen Kiste, die ein bisschen größer ist, 4 Stück drin und dann noch 2 Einzelne, gibt zusammen 6. Wahrscheinlich ist das von K&N so verpackt worden. Das ist der Ansaugschnorchel und das sind die Dichtungen, die der Andreas gebaut hat. Er hat 2 gebaut, ausgeschnitten aus Dichtungspappe. Und ich guck mal, wie das so passt. Möglicherweise, er hat das Ding nicht dabei gehabt, möglicherweise muss ich die Ränder noch ein bisschen nacharbeiten. Ja. Aber das sollte jetzt nicht das Problem sein, das noch innen genau auf Maß zu bringen. Ja, die andere war, glaube ich, besser. Okay. Das kriegen wir hin. Und damit kann ich das dann auch zumachen. Ja, hier werde ich wohl das Lochbild etwas korrigieren müssen für die Durchführung der Schrauben. Hätte ich jetzt gedacht, dass das einfacher geht. Naja, es geht schon. Ich denke, das ist nicht so schlecht. Die Schrauben kommen natürlich von der anderen Seite, das ist klar. So, aber jetzt kommen wir zum Interessanteren, was der Andreas und seinem Sohn
der Industriemechaniker ist, gebaut haben. Das sind zwei neue Simmerringe. Wir brauchen nur einen, aber er hat mir zwei gegeben. Das sind zwei Rotgussbuchsen, denke ich mal, oder Messing. Die sollen 20% Schmiermittel eingebaut haben. Toll. Aber worum es eigentlich geht, so eine Buchse ist da jetzt schon drin. Und diese Buchse ist eingeklebt. Die haben die beiden also ja, gekauft, haben dieses Loch aufgefräst. Der Andreas hat eine CNC-Fräse und damit hat er das wohl gemacht, denke ich mal. Und dann haben die diese Buchse da eingebracht, die beiden. Und das sind diese Buchsen. Also ich kann da noch mal eine rausholen, damit man sie mal sieht. Diese beiden Buchsen sind jetzt identisch zu der, die da eingebaut ist, und die sind quasi als Reserve. Wenn man sowas bestellt, bestellt man halt gleich ein paar mehr, und die sind jetzt halt übrig. Deshalb kann ich sie jetzt zeigen, wie sowas im nicht eingebauten Zustand aussieht. Aber ich denke, das ist nicht so interessant. Man kann sich es gerade so vorstellen. Der Plan ist aber jetzt der, dass diese Buchse über diese Welle muss. Das heißt, diese Welle muss durch diese Buchse durch, natürlich durch die, die im Gehäuse eingeklebt ist. Und da muss ich die runterdrehen, die Buchse. Hier ist ein bisschen beschädigt, da haben die also versucht, da haben die das eingespannt, die beiden. Das werde ich wieder reparieren, das werde ich auch ein Stückchen runterdrehen. Das ist an dieser Stelle völlig egal. Ja, das heißt, diese Fläche, die ich ja schön poliert habe, habt ihr in dem einen Film gesehen, die werde ich also runterdrehen, dass die also durch diese Buchse passt. Und da war ja dieser kleine Stift drin, dieser Mitnehmer, der muss dann wieder da rein, dieser Mitnehmer. Den haben die rausgezogen, das hat wohl ganz gut funktioniert. Und dabei ist das hier vielleicht ein bisschen beschädigt worden, das kann durchaus sein. Aber das poliere ich auch wieder aus, beziehungsweise drehe das ein bisschen ab. Und diesen Stift, den ich jetzt aus Versehen schon da drin versenkt habe, der muss da natürlich wieder rein, das ist der Mitnehmer. Und das Problem ist, wenn dieser Mitnehmer da drin sitzt, passt dieses runtergedrehte Teil, nachdem es runtergedreht ist, natürlich nicht mehr da drüber. Das heißt, das wird ein bisschen tricky zur Installation. Das heißt, man muss dieses Ding dann zuerst im Deckel installieren und muss dann den Deckel anbringen und muss gleichzeitig gucken, dass dieser Mitnehmer zusammen mit diesem O-Ring, der auch kaputt gegangen ist bei der Aktion. Aber davon habe ich ja welche, die habe ich ja von mir genommen, den O-Ring. Muss dann ins Gehäuse eingebaut werden und dann muss der Mitnehmer drauf, also dieser kleine Mitnehmer drauf, und dann muss das Ganze im Deckel montiert, zusammen mit dem Deckel da reingebaut werden in den Motor oder auf den Motor, sodass dieser Mitnehmer dann auch einrastet. Und dieser O-Ring, der noch auszutauschen ist, natürlich auch. Was ein Trick, ja. Und weil das so ein schöner Trick ist, gibt es jetzt also hier, also das ist ein 12er, das ist 15. Und jetzt wird es 12, das ist also das neue Maß dafür. Und wenn das auf 12 runtergedreht ist, gibt es dann einen neuen Simmerring. Ich will ihn jetzt nicht drüber tun, der passt also, der ist außen genauso und von der Dicke her genauso. Nur er hat halt innen die entsprechend jetzt 12 statt 15. Und das ist der neue Simmerring, der dann hier zu verbauen sein wird im Gehäuse. Ja, und das ist jetzt meine nächste Aufgabe, diesen Bereich hier einfach auf 12 runter zu drehen, sodass die Buchse da drüber passt, die, die im Gehäuse drin ist, und dann entsprechend der Simmerring passt. Dann wird das Ganze montiert, dieser Stift wieder eingebracht, möglicherweise verklebt. Verklebt mit diesem Zeug, das hat mir der Andreas auch mitgegeben. Damit ist auch diese Buchse im Gehäuse verklebt. Das ist also Lagersicherung hochfest. Das ist also dieses Zeug für den Fall, dass sich jemand dafür interessiert. Gibt es sonst noch was? Ah ja, hier steht die Artikelnummer, genau. Damit ist also dieses Lager eingeklebt und damit werde ich auch diesen Stift einkleben. Und falls dieser Stift vorhätte, sich im Betrieb des Motorrads selbstständig zu machen, dann ist das nicht weiter schlimm, weil sobald sich dieser Stift selbstständig machen würde, würde kein Zündimpuls mehr entstehen. Das heißt, der Motor würde sofort stehen bleiben, es würde nichts weiter passieren. Und an dieser Stelle ist auch nicht innerhalb des Motors, sondern das ist innerhalb dieser
dieses Zündsystems, und da, das ist ja zum Motor hin, Richtung Motor innen, ist es ja mit dem Simmering abgedichtet. Das heißt, selbst wenn dieser Stift rausfliegen sollte, für den Fall, dass er dieses Bestreben hätte, wäre das nicht weiter tragisch. Der Motor wird sofort stehen bleiben. Man könnte sich vielleicht daran erinnern, dass es der Fehler sein könnte, aber es geht nichts weiter kaputt. Ja, das wäre also im Prinzip dann der Plan. Meine alternative Idee wäre gewesen, diesen Schlitz hier zuzuschweißen mit Aluminiumschweißmaterial von einer, ja, Spezialfirma, die das halt kann. Und dann hier noch weiter aufzufräsen und dann vielleicht ein Nadellager einzusetzen. Aber ich denke, so geht das auch. Also werde ich mal das Ding hier runterdrehen, sodass es da reinpasst. Zunächst werde ich aber erstmal versuchen, diese Schäden hier zu beseitigen. Wichtig ist ja, dass dieses Ding hier wieder drüber passt. Auch nicht ganz, ne? Muss ich noch mal ein bisschen nachhelfen. Ja, ich bin wieder mit bloßen Händen an der Drehbank. Ich weiß, dass das einigen von euch nicht gefällt. Aber ich habe wenigstens keine Handschuhe an, ist da auch schon mal was wert. Jetzt passt das wieder. Das ist ja der Fliehkraftregler. Fliehkraftregler, naja gut, in Anführungsstrichen. Und der ist ja sowieso drehfest auf der Welle. Das heißt, das muss nur da drüber passen, damit es halt drüber passt. Aber hier ist ja dieses kleine Ding, was ich euch gerade gezeigt habe, dieser kleine Mitnehmer, den ich noch einkleben muss. Und der rastet hier genau auf diesen Mitnehmer hier ein, wenn er dann drin ist. Im Moment fehlt er natürlich. Und dann ist das drehfest hier auf dieser Welle. Und dieses ganze System dreht sich dann mit der Welle und erzeugt dann hier, ihr erinnert euch beim Auseinanderbauen, den Zündimpuls mit dieser Nase. Drei Zündimpulse pro Umdrehung der Kurbelwelle. Und hier geht es über diese Fliehkraftgeschichten. Wird also hier, kann über Fliehkraft das ganze Ding verstellt werden. Das ist also der Sinn dieser Geschichte hier. Das bedeutet also, dass es hier über diesen Bereich nur drüber muss und dann auch gerne drauf klemmen darf, aber muss ja nicht klemmen. Gut, so, jetzt geht es um dieses Teil. Bohr- und Schneidöl, das hat mir mal jemand aus dem Zuschauerraum geschickt, so eine Flasche. Deshalb ist es eine Cola-Flasche. Das Zeug ist absolut genial und klasse. Falls derjenige gerade zuschaut, freue mich immer noch sehr darüber. Ich habe das jetzt in diesen kleinen Spender gegeben, werde hier, während ich drehe, halt immer so ein bisschen was drauf tun. Naja, okay, ihr werdet es ja sehen. Ja, die Kamera steht mir jetzt ein bisschen im Weg. Ich mache mal alleine weiter. So, das könnte eben der Last Pass gewesen sein. Ah ja, sehr schön. Nur noch etwas polieren, dann ist fertig. Ja, Freunde, das ist das Ergebnis. Ich denke, das ist ganz gut geworden. Ein professioneller Dreher hätte das wahrscheinlich besser hinbekommen, aber für einen Elektrologen, der sowas eigentlich nie macht, ist es, glaube ich, ganz gut. Ja, und jetzt hoffe ich, dass das hier auch passt. Ja, tut es. So gut wie kein Spiel. Ein bisschen Spiel muss es ja haben. Aber das ist, denke ich, in Ordnung.
Guck mal gerade, wie sich das ein bisschen mit Öl anfühlt hier. Das Ganze, also aus Neugier. Passt sehr saugend. Okay. So, jetzt tausche ich erstmal den Simmerring aus. Den haben sie mir ja kaputt gemacht, die Jungs. So. Das ist jetzt wieder ein ganz neuer. Ja, ich versuche die Montage mal so. Hier kommt die Kupplungsdruckstange rein. Dann kommt dieses schön geschmierte Teil hier rein. So. Okay. Dann kommt dieses Ding hier drauf. Passt. Ja, Kupplung drückt dagegen, das ist gut. Kupplungsdruckstange hat sich also an der richtigen Stelle arretiert. Jetzt mache ich erstmal alle Schrauben rein, die da so reingehören. Eine etwas längere ist noch da, die kommt dahin, dann noch zwei kurze, hier und hier. Mit einer 17er Nuss kann ich jetzt den Simmerring versenken. Ja, hoffen wir mal das Beste. Brauche ich keine Nuss, geht ja fast schon so rein. Sehr cool. So, ich muss euch mal kurz wegstellen. Ich nehme jetzt eine 16er Nuss und stecke die mit einer 17er Nuss und schaue, dass ich das vielleicht noch auf Anschlag bekomme. Ja, das sollte jetzt passiert sein. Macht einen guten Eindruck. Ich denke, das ist schon so prima, wie es sein soll. Jetzt mache ich mal hier ein bisschen sauber. An dieser Stelle befindet sich normalerweise kein Öl, deshalb ist es ja alles so verrostet. Deshalb ist ja auch der Simmerring drin, weil an dieser Stelle ja kein Öl soll. Das ist hier außen und jetzt muss der Stift rein. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Falls der Stift mal flöten geht und fliegen geht, dann gibt es keinen Zündimpuls mehr, weil alles stehen bleibt und der Motor hört einfach nur auf zu laufen unmittelbar in der gleichen Sekunde, wie der Stift flöten geht. Und er kann hier drin keinen Schaden anrichten, er bleibt da ganz einfach. Genau, und das ist jetzt der Stift, der muss jetzt da rein. Und dafür benutze ich diesen Superklebstoff, mit der auch diese Büchse da eingeklebt wurde. Ja, ich habe das Loch jetzt nach oben gestellt und ich spüle das mal aus gerade. Um da... Ich weiß nicht, wie das auf Öl reagiert, dieser Kleber. Deshalb wollte ich das mal jetzt ein bisschen entfetten, vielleicht an dieser Stelle. Allerdings will ich natürlich nicht, dass der Simmerring jetzt so lange dem Bremsenreiniger ausgesetzt ist, dann mache ich es gleich wieder sauber. Und jetzt blase ich hier mit Druckluft noch mal kurz aus, dieses Loch.
Ja, nun hoffe ich, dass das relativ sauber ist. Jetzt putze ich den PIN nochmal. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich alles richtig mache. Ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Ich werde mal so ein Tröpfchen von diesem Zeug hier drauf geben und werde den jetzt rumdrehen. Und da einführen. Oh weia, das wird nichts irgendwie. Es muss aber, weil so viele Chancen habe ich ja nicht für diese Aktion. Ah, eben. Ich habe erst nicht getroffen, muss ich zugeben, aber jetzt ging es dann irgendwann. Ihr habt nichts gesehen, ich habe auch nichts gesehen. Ich musste das irgendwie erfühlen. So. Jetzt werde ich den ganzen Rest von diesem Kleber abwischen. Ja, und jetzt lasse ich das in Ruhe bis morgen oder so. Und morgen kommen vielleicht die Schims. Ja, jetzt ist es natürlich so, und das muss man jetzt wissen, dass man diesen Deckel nicht mehr einfach so abziehen kann, ohne diesen Pin zu entfernen. Diesen Pin wird man möglicherweise nicht entfernen können, wenn er so reingeklebt ist, wie er jetzt ist. Das heißt, man wird den Deckel nur zusammen mit der Welle komplett entfernen können. Aber sei es drum, wenn man das weiß und entsprechend darauf achtet, dann sollte es funktionieren. Ja, wieder ein kleiner Sieg, wie ich hoffe. Ich habe wieder was gemacht, wovon ich überhaupt keine Ahnung habe. Trial and Error quasi. Und ich hoffe, dass das so funktioniert und dass, ja, dass wir nichts falsch gemacht haben. Okay, und morgen kommen die Shims. Noch 4 Stück müssen wir wechseln und dann habe ich es endlich geschafft, glaube ich, oder? Ja, Freunde, bis demnächst bei Sam's Channel.